Guten Tag und herzlich willkommen bei unserem Live-Webinar von ATS Deutschland. Ich hoffe, Sie können mich alle hören und der Login hat problemlos geklappt. Mein Name ist Banu Konka und ich bin für das Marketing hier bei ATS in Deutschland verantwortlich. Als heutiges Webinarthema haben wir Rapid Mom. Wir haben den Inhalt des Webinars spontan etwas geändert und beginnen einfach mal mit einer Live-Demo und steigen danach noch ein wenig in die Theorie zum Konzept ein. Das sollte, denke ich, sehr spannend sein. Im Endeffekt ist es ja so, dass moderne MES und MOM heutzutage Unternehmen ermöglichen, zahlreiche Prozesse in den Bereichen der Produktion, Qualität, Lagerung als auch Wartung störungsfrei und unkompliziert zu managen. Mit dem modularen Ansatz lassen sich Module auswählen, die individuell für das Unternehmen der jeweiligen Branche am besten geeignet sind. Das sehen wir aber gleich noch. Und die Integration von modularen MES-Funktionalitäten stellen eigentlich einen wichtigen und einfach realisierbaren MOM-Einstieg für kleine und mittelständische Unternehmen dar und zielen natürlich auch auf die papierlose Fertigung ab. Rapid MOM als Mittelstandslösung funktioniert mittels universell konfigurierbaren Schnittstellen. Also Programmierung fällt in dem Fall weg. Und es lassen sich auch andere, also ERP, Archiv, Historiendaten, Track and Trace, QM-Systeme, Management-Dashboards, Reporte sowie Cloud-Anbindungen integrieren. Den Vortrag heute wird von Gero Gimmel gehalten, unser IT-Software-Engineer hier in ATS Kassel Standort. Und wenn Sie Rückfragen haben, können Sie die Fragenfunktion nutzen und die lesen wir dann am Ende vor und können dann vielleicht auch nochmal in den Chat gehen. Jetzt gebe ich das Wort erstmal an den Herrn Gimmel ab und wünsche Ihnen viel Spaß beim Vortrag. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Gero Kurt Gimbel. Ich bin, wie die Frau Konka schon sagte, IT-Software-Ingenieur bei ATS und ich stelle Ihnen heute unser Rapid-Mom-Konzept vor. Dazu beginne ich einmal mit einer kleinen Live-Demo. Das ist das OP Center von Siemens, was wir benutzen, um unser Rapid-Mom zu implementieren. Dazu beginnen wir das damit, dass wir einmal zu Ihnen kommen, Ihre Prozesse uns angucken, und verstehen, diese dann hier im System nachbilden. Wir haben das hier mal beispielhaft an einer Armaturenbrettherstellung gemacht. Diese Prozesse beinhalten dann immer bestimmte Operationen. Diese Operationen haben wieder kleinere Schritte, unter sich, die dann letzten Endes vom Arbeiter ausgeführt werden, wo Materialien verbraucht werden, Werkzeuge benutzt und je nach Prozess unterschiedlich halt auch dann angelegt werden. Genau, ich habe mal einen Arbeitsprozess angelegt aus diesem Prozess. Das hier ist eine Work Order. Also genau, das Ganze funktioniert bei uns seriennummerbasiert. Das heißt, ich stelle ein In diesem Beispiel wird ein Armaturenbrett hergestellt. Das heißt, ich habe eine Seriennummer zugewiesen für das Endprodukt, was dann am Ende des Prozesses hergestellt ist. Ich kriege hier einen kleinen Überblick über meinen Arbeitsauftrag, wo ich sehen kann, wann wurde er erstellt, wo soll produziert werden. Sehe hier auch nochmal die einzelnen Schritte, die dazu angelegt sind. Wenn ich das gemacht habe, dann kann das Ganze eingeplant werden in die Fertigung, wann es gefertigt werden soll, von wem es gefertigt werden soll. Das würde man dann auf dieser Seite sehen. Ich kann dem Ganzen einen ganzen Arbeitsschritt einen Nutzer zuweisen. Genauso gibt es für bestimmte Arbeitsschritte auch Skills, die ein Nutzer haben muss, damit er sie ausführen kann. Das kann auch hier zugewiesen werden. Diese jeweiligen Seiten sind dann auch Nutzern zugeordnet. Das heißt, nur wer eine bestimmte, also nur ein bestimmter Nutzer kann dementsprechend auch bestimmte Seiten erreichen. Das funktioniert immer über die Hauptpage, die wir hier sehen. Genau, wenn diese Work Order dann dem Nutzer zugewiesen ist und eingeplant wurde, dann wird diese Work Order released. Das heißt, sie wird dem Nutzer freigegeben zur Bearbeitung. Dieser Nutzer sieht dann über seine
Operator Landing Page, die ich hier auch schon mal geöffnet habe, seine einzelnen Arbeitsschritte. Das heißt, es können mehrere sein. In unserem Fall ist es jetzt nur diese eine, wo man nochmal sieht, welche Steps, welche Operations dazu ausgeführt werden müssen. Dieser Schritt wird dann vom Nutzer gestartet. Dazu wird nochmal ausgewählt, welche Seriennummer genau er jetzt fertigt. Wenn wir mehrere Teile fertigen, haben wir dementsprechend natürlich auch mehrere Seriennummern, die ausgewählt werden können. Dazu noch wird ausgewählt, an welcher Station das Ganze gefertigt wird. Das heißt, wir können immer ganz genau nachvollziehen, wer hat was gemacht, an welchem Teil und wo wurde es gemacht. Genau, wenn dieser Schritt dann gestartet ist, werden wir gleich sehen, es gibt unterschiedliche Sachen, die dann gemacht werden können. In unserem Fall ist das dann eine Material Consumption, das heißt, wir legen fest, was für Materialien wir benutzt haben. Genau, und oder eben auch ein Tool Usage. Ne? Genau, ein Tool Usage, wo wir angeben, welches Werkzeug haben wir benutzt, wie oft haben wir es benutzt. Genau. Einfach auch, um zu tracken, wie oft wurden die Werkzeuge benutzt, wie lange kann ich sie noch benutzen. Werkzeuge haben ja dementsprechend auch eine Dauer der Benutzung. Genau, hier sieht man jetzt, dass ich dieses Material brauche. Diesen Arbeitsschritt kann ich dementsprechend auch noch starten, wo ich dann auch nochmal auswähle, ja, für diese Seriennummer wird es getan. Und dann kann ich, je nachdem, was für ein Bauteil es ist, okay, cool. Na, funktioniert ja super. Gut, genau. Das wäre jetzt zum Beispiel schon ein Fall, wo man dann einfach sagen könnte, okay, ich habe einen Defekt. Da kann ich dann auswählen, was für einen Defekt ich habe. Das heißt, in diesem Fall, dass ich einen Produktfehler habe, zum Beispiel ein fehlendes Teil, und könnte diesen Defekt dann hinzufügen. Da bekommt der Operator noch die Möglichkeit, dann einen Text, Freitext einzugeben. Das heißt, er kann sagen, was fehlt, was kaputt ist und dementsprechend auch eine Stufe. Mal Medium. Genau, da dran gehangen wird noch, für welches Teil dieser Fehler aufgetreten ist, und den kann ich dann dementsprechend auch anlegen. Daraufhin sieht dann das Qualitätsmanagement, dass ein Fehler aufgetreten ist. Der Arbeiter kriegt auch mit, dass er jetzt eben nicht weitermachen kann, weil ein Fehler vorliegt. Das muss erst von der QM dann bestätigt werden, was mit diesem Teil passieren soll. Das heißt, auch hier oben sehe ich jetzt, okay, es wurde ein neuer angelegt. Wow. Genau, den kann ich jetzt dann auch raussuchen. Quality. Na. Der ist angelegt worden, genau. Da kriege ich nochmal eine Information, wann es passiert ist, welche Servity es hat, kann sehen, was für ein Defekt vorliegt, kann sehen, wenn Dokumente angehangen werden, wie zum Beispiel Bilder oder Textdateien. Genau, was halt der Arbeiter jetzt sich dabei gedacht hat bei diesem Defekt. Und kann den eben auch direkt bearbeiten.
Und kann halt sagen, man könnte halt sagen, okay, es ist weniger schlimm, als er es eingeschätzt hat. Dann würde ich die Stufe ändern oder eben auch, ich kann sagen, dass den Status ändern und kann halt dementsprechend sagen, ja, es ist Scrap oder ich kann es schließen und sagen, ja, damit kann weitergearbeitet werden. Das ist alles Konfigurationssache. Ich würde es jetzt mal als Ausschuss bestätigen. Genau, das ist alles Konfigurationssache, die wir uns dann halt, je nachdem, wie die Prozesse beim Kunden aussehen, halt angucken würden. Genau. Damit würde ich jetzt zu einer kleinen Präsentation kommen, um einfach diese kleine Demo, die ich gerade gegeben habe, mal nochmal genauer darzustellen, zu beschreiben. Unsere RapidNOM-Lösung, unsere Foundation MOM, besteht aus den hier vier oberen angegebenen Punkten. Das heißt, wir bestimmen einen Produktionsprozess, können daraus dann Arbeitsaufträge anlegen, die alle nötigen Informationen enthalten. Wir haben ein Material Management, das heißt, wir legen an, was für Materialien gibt es, wie sind die zu behandeln und können die natürlich dementsprechend auch tracken. Das heißt, wir sehen immer genau, wo kommt was her, wo geht was hin, was wurde wo benutzt. Und natürlich auch die Non-Conformances, das heißt alle Fehler, die entdeckt wurden, die erkannt wurden, werden natürlich auch mitgecheckt. Das heißt, wir können immer sehen, was aufgetreten ist. Das alles ohne Papier zu benutzen. Wir bieten auch direkt mit an eine Integration in ein ERP-System. Das heißt, wir können Arbeitsaufträge, die im ERP-System angelegt wurden, direkt übertragen in das OP Center, was wir benutzen. Genau, das Ganze ist noch erweiterbar mit vier weiteren Modulen, die wir ausgewählt haben. Da wäre einmal die PLM Integration, das heißt, wir können spezifische Informationen zu den Prozessen noch mit anlegen. Dann haben wir noch ein Feinplanungstool, wodurch die Produktion genau geplant werden kann. Das heißt, es muss nicht mehr mit Papier oder Ähnlichem gearbeitet werden, sondern wir können in einem festen System unsere Aufträge definieren, und diese dementsprechend auch zu den Maschinen direkt einplanen und uns auch eine Planung erstellen lassen. Zudem bieten wir eine Maschinenanbindung. Das passiert über den ATS-Bus, den wir mit anbieten. Das ist ein Kommunikationsmedium, wodurch wir in der Lage sind, sämtliche Maschinen an unser MOM-System anzubinden. Und natürlich auch eine Datensammlung. Das heißt, Stillstandsgründe, Leistungsanalysen, einfach auch um Wartungsintervalle festzulegen oder zu erkennen, bieten wir natürlich auch mit an. Insgesamt bietet das Ganze den Vorteil, einmal die Foundation MOM. Wir haben kein Papier mehr. Wir vernichten komplett das Papier in der Produktion. Die Produktionsprozesse werden komplett transparent. Das heißt, wir können ganz genau nachverfolgen, welches Teil welchen Weg gegangen ist. Wir halten uns dabei an alle Vorschriften, die es für die Produktion gibt und können damit auch den Ausschuss vermindern. Genau, mit dem APS-Tool kriegen wir es hin, Durchlaufzeiten zu reduzieren, weil wir ganz genau wissen, okay, wenn wir die Prozesse umplanen, dann können wir auf Rüstzeiten verzichten und trotzdem noch termingerecht an alle Kunden liefern. Mit der Datensammlung haben wir natürlich eine hohe Effizienz. Wir können jederzeit sehen, was für Fehler aufgetreten sind, wie unsere Maschinenstände sind.
Genau, und durch die Anbindung von CNC-Maschinen als Beispiel oder generell von Shopfloor-Maschinen können wir halt auch Prozesse, die komplett von Maschinen bearbeitet werden, auch direkt im System verarbeiten und brauchen da keine menschliche Eingabe mehr. Genau, dann nochmal so als Diagramm dargestellt, der Prozess. Wir haben unser ERP-System, wo wir eine Order erstellen. Diese wird dann vom ATS-Bus übertragen an das OP-Center, wo wir eben auch dann vom Prozess her die Work-Order erstellen, die dann eingeplant werden kann dann gestartet werden. Wir tracken dort mit, welche Materialien verbraucht werden. Wir können bestimmte Anleitungen an den Nutzer weitergeben, dass sie wissen, was sie zu tun haben, auch anhand von Bildern. Die können auch mit eingefügt werden. Der Nutzer kann Defekte anlegen, kann sehen. Wir sehen also immer, was ist kaputt, warum ist es kaputt, wie ist es vielleicht kaputt gegangen, kann alles mit angelegt werden. Wir können entscheiden, ob es repariert werden soll, ob es einfach nur Schrott ist, den wir als Ausschuss deklarieren können, oder ob es vielleicht gar kein so tragischer Fehler ist, dass wir es einfach wieder mit in die Produktion einbinden. Wir kriegen eine Rückmeldung an unser ERP-System, wenn der Auftrag komplett bearbeitet wurde, also wenn die Work Order im OP-Center geschlossen wurde. Und haben halt eine Shopfloor-Anbindung auch über den ATS-Bus. Genau. Ein paar kurze Worte zum Bus. Der Bus ist ein Smart Manufacturing Service Bus, bietet die Möglichkeit, dass wir ohne Programmierung eine komplette Kommunikation aufbauen können. Also es gibt nur eine Konfiguration von verschiedenen Busstops. Da haben wir zum Beispiel den OT-Bus-Stop, der die Shopfloor-Anbindung bietet. Das heißt, wir können mit jeglichen Steuerungen, jeglichen Maschinen direkt kommunizieren, ohne Programmierung fortnehmen zu müssen. Wir haben eine Anbindung an Datenbanken. Das heißt, wir können unsere Daten direkt in Datenbanken schaufeln, die von dort aus auslesen. Aber eben auch an IT-Systeme wie zum Beispiel auch APIs oder halt auch ERP-Systeme, die wir anbinden können. Das Ganze ist dann auch ein standardisierter Nachrichtenaustausch und funktioniert sehr gut. Das ist das Konzept, wie wir bei der Implementierung oder Realisierung von unserem Rapid-Mom-Konzept vorgehen. Das heißt, wir haben erstmal eine Analysephase, wo wir zum Kunden fahren, gucken uns den Prozess an, versuchen den Prozess nachzuvollziehen, den Prozess verstehen. In der Implementierung gehen wir dann dahin, dass wir die Prozesse im OP-Center nachbilden und schon mal einige Durchläufe testen, dass wir auch wissen, okay, wir kriegen die Punkte alle durch. Die Validierungsphase würde dann dahin gehen, dass wir wieder beim Kunden vor Ort sind, das Ganze implementieren, also einmal im System aufsetzen, den Nutzern ein Training geben, damit sie sehen, wie müssen sie damit umgehen, wie funktioniert das Ganze. Danach direkt könnten wir schon live in der Produktion arbeiten, könnten Daten sammeln, die Prozesse ausführen. Wichtig dazu, wir bieten dazu einen 24/7-Support. Wir sind also rund um die Uhr für Notfälle erreichbar. Genau. In dem ganzen Rapid Mom-Konzept arbeiten wir mit Siemens zusammen. Das heißt, Siemens ist natürlich ein großer Partner von uns. Auch ist Siemens sowieso schon groß in der industriellen Produktion in Deutschland. Wir von ATS kommen auch aus dem Shopfloor. Wir arbeiten schon viel mit
anderen Systemen zusammen und entwickeln da. Und ja, damit war Siemens für uns auch ein großer, ja, ein wichtiger Partner, mit dem wir nun zusammen unser Konzept verarbeiten. Genau. Damit wäre ich schon durch mit unserem kleinen Einblick in das Rapid Mom Konzept. Und ja, möchte mich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank dafür. Sollten jetzt noch Fragen bestehen, dann gerne über die Fragenfunktion und oder im Endeffekt müsste ich mal schauen, ob ich die Chatfunktion hier freigeschaltet bekomme. Aber da würde ich jetzt erstmal abwarten, ob noch was kommt. Ansonsten vielen Dank für die Teilnahme, für die Zeit und ja, für Rückfragen stehen wir natürlich sonst auch außerhalb von diesem Webinar zur Verfügung.